So, herzlich willkommen zu NacktmulTV. Heute gehen Manni und ich mal wieder auf Tour und sehen zu, dass wir dem großen Mistvieh, das wir irgendwann mal aufgetaut haben, nicht mehr über den Weg laufen. Und dann schauen wir mal. Manni? Ja? Ich habe ja gerade irgendwie ein Déjà-vu-Erlebnis. Hatten wir hier wirklich aufgehört? Nein. Wir hatten oben bei der Tussa eigentlich aufgehört. Die hat uns die Missionsbeschreibung noch gegeben. Also da, wo wir jetzt hin müssen. Ja. Da hat man eigentlich Schluss gemacht. Okay. War das hier lang? Ja. Ja. Aufzug hoch. Wir kommen ja gleich wieder vorbei, ne? Genau. Ja. Ich würde nämlich gerne den Cutter mitnehmen. Du willst den Cutter mitnehmen? Ja, ich möchte gerne den Planet Tracker mitnehmen. Da Bock drauf. Ich will die Sondenwaffe haben. Die da? Ja. Noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Die können nicht hier irgendwelche Waffenpläne an die Wand machen und sonst nicht geben. Ich hab den Waffenplan doch gerade gekriegt. Sieht aus, als hätten sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Genau. Hier hatten wir Schluss gemacht. Genau, stimmt. Am Aufzug vorbeigelaufen. Ja. Da schicken sie uns wieder raus in die tödliche Welt. Nehmen wir an, dieses Experiment funktioniert und sie finden die Maschine. Und dann? Wissen sie überhaupt, wie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn und... Wo ist denn mein Planet Cracker da? Ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person... Ach, Kacke, ich hab schon wieder vergessen, die... Hören sie sich eigentlich mal... Hast du ihn auseinandergebaut? Nein, ich muss doch erst die Verbesserungen ausbauen. Okay, der hat gar keine Upgrade-Platinen drin, das Ding. Okay. Tja. Dann kann ich die ja gekonnt in den Planet Tracker einbauen. Nein! Doch. Haben wir denn hier? Eine Feuerrate, da kommt Schatten. Was zum... Was? Ich habe keine Platinen mehr. Ich habe in irgendeiner Waffe meine ganzen Platinen. Gut gemacht. Du hast das letzte Mal ziemlich viel dran rumgebastelt. Frage ist, in welcher Waffe sind die drin? Ja, das weiß ich nicht. Was hatte ich denn dabei? Warte mal. Suchergewehr. Ach, da. Ah, hier ist die, glaube ich, drin, die ganze Klammerte. Verdammte Axt. Also, das wäre echt schön. Wenn man hier sehen könnte, in welche Waffe was eingebaut ist. Tjo, das ist halt nun mal nicht immer so. Asma Cutter, Tundra Aufklärung mit Ripper, Tundra Aufklärung. Aha. Ja, wir nehmen erstmal das mit. Wird schon schief gehen. Ja, das wird's wahrscheinlich. Genau, wenn du schief gehen, dann. Was hast du jetzt für Extras dran an deinen? Ich hab die normale, den Missionar mit dabei, den Einzelschuss. Nein, die Specials. Hast du den Schadensboost mit drauf? Auf meine. Es müsste das rote Ding hier auf meinem Missionar sein. Ich meine ja. Warte. Oder war das die Flammenlasur, die du da drauf hast? Nein, ich hab den Schadensboost drauf. Naja, gut. Wird schon alles passen. Irgendwie. Aber jetzt wurde es erwähnt, ich habe auf meinem Cutter keine Erweiterung. Jo. Du
Explosionsverstärker brauche ich nicht. Stasehilfe brauche ich auch nicht. Zielfernrohr? Nö. Schadensboost. Ich weiß es ganz genau. Irgendwann rennt uns dieses große Mistvieh über den Haufen. Ich sehe das schon. Ich habe jetzt auf dem Planet Tracker habe ich die Stasehilfe und den Schadensboost auch draufgepackt, damit ich, egal welche Waffe wir haben oder welche Waffe ich anhabe, dass wir beide den Schadensboost haben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ja, schätzungsweise nicht. Ja, ich muss mich auch mal damit noch auseinandersetzen mit den Waffendingern, aber. Ja, gut, problematisch ist halt nur bei dem Planet Tracker, dass der halt nur 10 Schuss hat, ne? Es spricht mich gerade irgendwie nichts an. Also der Missionar, doch, der ist eigentlich schon. Nee, ich habe ja praktisch, ich habe das vollautomatische Maschinengewehr mit den, weißt schon, mit den Dornen drunter. Mein Sucherbot blubbelt. Dein Sucherbot blubbelt? Ja, der will hier weg. Ja, der will dort hinten irgendwo hin. Interessant, dass mein Sucherbot was anderes findet als deiner. Meiner will da in die Richtung. Da in die. Ja, die, wo wir gerade schauen. Hier hinter will der. So da hoch eigentlich. Okay, also da, wo wir es wahrscheinlich mit dem Aufzug hinfahren werden. Nee. Nee, es geht unten, abwärts. Unten kann natürlich auch sein. Geht also abwärts mit uns. Ja, also wieder überall die Kisten. Lassen die immer fallen, weißt du? Irgendeiner macht die immer voll. Mhm. Sind das bis jetzt das Stück weit schon wieder so ruhig? Ja, das waren die, die sich hier ganz toll selber finden. Ja. Droppen auch nix. Doch. Da ist gerade Munition rausgefallen. Und ein Halbleiter. Ich hab nur ein Medipack gekriegt. Ja, mit meiner Munition sieht's auch nicht mehr so toll aus. 600 Schuss noch. Ich hab für den Missionar noch 1164. Ja, ich müsste halt nachproduzieren dann. Ich kann noch ein bisschen. Hier ist eine Kiste gewesen. Ja, für mich nicht. Ja, dann ist die echt nur immer für einen, ne? Ja. Ach, ich hab's, stimmt, dann war ja was. Ja, genau. Sieht aus, als wäre der Pfad hier oben. Warum habe ich wieder meine Halluzination? Hey. Alles okay? Wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da hier nicht, oder? Bist du jetzt sicher, dass du richtig geladen hast? Ich hab den letzten Speicherstand geladen, den wir gemacht haben. Bist du dir da sicher? Ziemlich. Nein, du hast falsch geladen. Schau hin. Ich hab aber nur den und meinen privaten Speicherstand. Ja, hast aber falsch geladen. Okay, dann ignorieren wir jetzt die normale Mission, weil die haben wir ja und gehen einfach weiter. Ja, ja gut, aber es fehlen uns halt auch noch Sachen, ne? Wir hatten ja eine ganze Menge Zeugs gefunden, aber irgendwie hat es sehr vollständig ausgesehen. Ja, meine ich nämlich auch. So ganz verstehe ich das jetzt auch nicht. Ja gut, aber bei mir ist ja wieder was anderes, weil mein Speicherstand, der geladen ist, ja auch meine ganzen Sachen hat. Wenn, dann kann er nur bei dir was fehlen, wenn du den falschen geladen hättest. Egal jetzt. Ja, ist es ja auch, wir haben es ja schon gemacht. Genau. Da war was. Ja, ich hab's gehört. Geh vor, ich geb dir Feuerschutz. Mhm. Weil du auch so unheimlich zielgenau bist, ne? Du, in 90% der Fällen ist dein Fettarsch mir immer im Weg. Ja, das haben wir ja gesehen, wie gut du schießen könntest. Dein der Aufzug hier ist aus. Ja. Jetzt nur die Ausrede, weil du nicht zielen kannst. Ich habe Videobeweise. Ja, toll. Mein Bot. Meiner auch. Aber der will ja nach links. Er wird wahrscheinlich da um die Kurve irgendwo rumgehen. Ach, guck mal. Ach, toll. Ach, nicht die Viecher. Naja, hier links geht's rum, Schein. Oh, Bader, die Viecher wirst du hassen. Ja, das glaube ich jetzt schon. Bing, 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 bing. Na, komm schon. Ja, Mann, wo will denn der hin, Alter? Hier.
So, wir sind also unbewaffnet mit unserem Bots in der Hand erstmal hier in der Gegend rumgerannt. Genau. Vor allem hatten wir beide den Bot in der Hand. Ja, ja, muss ja auch Sinn machen. Was natürlich ein unheimlich strategisches Vorgehen ist. Ja, renn bloß weg, ich sehe dich nämlich nicht. Hier. Ich erkenne hier allgemein recht wenig von der Umgebung. Lang, da lang. Da waren wir gerade. Übrigens, wenn du B drückst, ne, und du siehst mich nicht, dann zeigt er in meine Richtung. Das ist aber lieb von ihm. Weil drück mal, da müsstest du. Ne, ist jetzt zu spät, jetzt siehst du mich ja wieder. Achso, jetzt kommen wir wieder hierher. Oh, ich hasse diese Viechers. Wenn du sagst, jetzt hast du im Arm keinen Arm abgerissen. Die sind immer irgendwelche. Die sind immer irgendwo dahinter und springen dann genau hervor. Ja. Waren aber drei. Wir werden den letzten schon finden. Hier sind Kisten. Warte, hier sind Kisten. Ja, ja. Ich habe nur noch da links geschaut. Glaub mir, du wirst ihn hören. Kisten oder eine Kiste? Waren zwei, da oder? Da waren zwei. Hm. Die Lagen habe ich aber aufeinander geschmissen. Da habe ich die Munition bestimmt wieder automatisch eingesammelt. Hinter der Kiste ist der. Er guckt dann wieder rechts oder links hervor, denke ich. Granaten. Wo ist er denn? Der ist hier hintergesprungen, aber der ist weg. Tja. Schätzungsweise den Weg lang. Da. Da. Kennst du den Film Evolution? Ja. Wo die da das komische Vieh da so in dem Kaufhaus. Ja. Wo sich das bewegt und alle auf einmal draufballern. Ich habe immer so ein Déjà-vu-Erlebnis, wenn wir so ein Vieh gerade abknallen. Hey. Verstehe schon warum. Ja, ich habe natürlich nach oben geschaut, ne? Ja, Mann, wie viele Arme hat denn so ein Vieh? Bei. Dieses Altmetallarm. Wozu zielt man mit dem blöden kinetischen Ding auch? Die Höhle da ist interessant. Ja, die ist mir gerade auch, ehrlich gesagt, ein Dorn im Auge. Erstmal hier in die Ecke gucken. Ja. Bei Kisten und ein Artefakt. Bei ein Artefakt war das denn? Wirklich Gedanken, Jacob Dennick. Das nicht der Dennick, ist das nicht der Idiot, der uns hier die ganze Zeit das Leben zur Hölle macht? Ich glaub schon. Da ist nichts, oder? Nee. Nee. Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kommandanten zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige dieser Film. Das hier? Textlog. Kisten? Kisten? Was zum? Alter, die haben sich selber gekillt. Ja klar, haben wir ganz am Anfang im Video gesehen, dass der alle Männer abgeknallt hat. Stimmt. Hast du noch eine Talkstange dabei? Ja, hab ich. Und da habe ich noch zwei. Was haben wir da? Ja, die habe ich jetzt auch gekriegt. Ja, Platin kriegst du. Hier ist ein Repetierer. Den habe ich nicht bekommen. Ah, doch, jetzt schon.
Nachhinein. Sucherbot wartet an der Bank. Meiner noch nicht. Deiner kommt ja jetzt durch deinen DLC schneller. Kugelsicherer Projektor. Hm? So eine Scheiße. Wo ist denn lang hier?